zunächst einmal möchte ich hier zu diesem neuen CD-Produkt wirklich gratulieren. Großartig, was hier geleistet worden ist. 100 Jahre Stadtrat Brunn und die Geburtsstunde von HL Highlights. Sie haben es schon Gott sei Dank, habe ich oft gehört. Ein Qualitätsprodukt, heute um 18 Euro, morgen um 22 in der Buchhandlung Jörner. Überlegen Sie sich gut, wie viel Sie heute mit nach Hause nehmen. Unseres Bundeslandes. Und das ist schlussendlich auch unsere Visitenkarte, über die Regionen, über die nationalen und internationalen Grenzen hinweg, wo Niederösterreich jetzt schon beneidet wird um das Kulturleben, um dieses aktive Kulturleben. Und das wird eigentlich durch unsere Künstlerinnen und Künstler getragen und durch alle, die sich hier so wunderbar engagieren. Und das macht uns stolz in Niederösterreich. Ich darf ein ganz, ganz großes und herzliches Danke sagen an alle der vielen Kräfte, die am Entstehen dieses Werks beteiligt waren. Es war eine wirklich schöne Arbeit. Vielen Dank für die Einladung, dass wir das machen durften. Es waren ja über 50% der Aufnahmen auf dieser Doppel-CD nicht schon vorproduziert, noch nicht vorhanden, sondern wir haben das neu aufgenommen. Ich glaube, jeder vierte Jugendliche in Niederösterreich besucht eine Musikschule. Und das ist ganz, ganz was Tolles. Und ich glaube, eine Musikschule oder die musische Erziehung ist einfach ganz unverzichtbar für die Gesellschaft. Wir sind sehr, sehr stolz natürlich auf diese Situation in Niederösterreich und wollen das in der Art weiterentwickeln.